Kings und Queens und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, das was ihr seht ist hier die Slimatics-Ansicht. Heute wird ein neues Video gedreht und auch gleichzeitig ein Format, ein ganz neues Format und zwar Zufälle. In diesem Format erkläre ich euch die seltsamsten und mysteriösesten Zufälle, die es jemals gegeben hat. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Format, wie ich finde und es hat auch gleichzeitig diesen kleinen Gruselfaktor, wenn ich das hier einschalte und das hier, denn ohne Musik läuft nämlich gar nichts. Und ohne groß weiter rumzureden, würde ich einfach mal denken, fangen wir an. Am 5. Dezember 1664 sinkt ein Atlantiksegler vor der walisischen Küste. 81 Menschen an Bord, einer mit dem Namen Huck Williams überlebte. An einem 5. Dezember, 120 Jahre später, versinkt ein anderes Schiff mit 60 Passagieren. Und wer überlebte? Ein weiterer Huck Williams. Und als an einem weiteren 5. Dezember 1816 ein weiteres Schiff mit 25 Passagieren sinkte, hieß der letzte Überlebende wieder Huck Williams. Das ist ein wahnsinniger Zufall, wenn man sich das überlegt, dass das dreimal an einem 5. Dezember mehrere hunderte Jahre danach passiert ist und der einzige Überlebende immer wieder Huck Williams hieß und es gleichzeitig auf einem Schiffsunglück war. Also sollte man lieber Huck Williams heißen, wenn man auf einem sinkenden Schiff ist, nicht? Story Nummer 2. Eine Mutter aus dem Schwarzwald fotografiert ihren vierjährigen Sohn, bringt den Film nach Straßburg, kann ihn aber wegen des Ersten Weltkriegs nicht abholen. Zwei Jahre später kauft diese Frau einen anderen Film in einem normalen Warengeschäft, um ihre neugeborene Tochter aufzunehmen. Jedoch beweist sich der Film als doppelt belichtet. Die erste Aufnahme zeigt ihren zwei Jahre zuvor fotografierten Sohn. Und das ist wieder so ein Zufall, wo ich mir einfach nur denke, boah. Geschichte 3. Im Oktober 1974 stießen in Worcester in England zwei Autos zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt, doch dann zeigten sie sich gegenseitig ihre Visitenkarten. Dabei stellte sich heraus, dass beide mit dem Vornamen Frederick hießen und mit dem Nachnamen Chance. Und Chance ist das englische Wort für Zufall. Zufall? Ich glaube nicht. Jetzt kommt Story Nummer 4. Das ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Als der Schriftsteller Norman Mailer an seinem Buch Barbary Shore arbeitete, hatte er plötzlich das Gefühl, dass er noch einen russischen Spion in sein Buch haben müsste. Zunächst führte er diese Rolle einfach als Nebenrolle in seinen Roman ein. Doch beim Schreiben drängte sich dieser Spion, der eigentlich als Nebenrolle gelten sollte, immer und immer weiter in den Vordergrund. Und letztendlich drehte sich dann nur noch alles um den Spion. Aber jetzt kommt's. Denn nach der Buchveröffentlichung stürmte das FBI in Normans Haus und verhaftete in der Wohnung unter ihm einen Spitzenspion. Ich finde das einfach nur spitze. Kommen wir zur allerletzten, zur Nummer 5. Jetzt was eigentlich ziemlich komisches. Als in einer Würzburger Klinik zwei ledige Mütter am selben Tag Zwillinge gebaren, legte man sie erstmals in dasselbe Zimmer. Dann unterhielten sich die beiden. Im Verlauf ihrer Gespräche stellte sich heraus, dass alle vier Kinder vom gleichen Vater waren. Und nur durch diesen Zufall, durch das Unterhalten dieser beiden Mütter, konnten die Eskapaden ihres Partners erfahren. Das ist, boah. Und das war's mit meiner heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr gibt's dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Außer, dass ihr Christian und mich auf Twitter, Instagram und Facebook finden könnt. Und, nee, Twitter eigentlich nicht, lasst das mal. Die Links werde ich euch einfach unten in die Videobeschreibung packen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einfach einen Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Channel. Jo, ich würde denken, haut rein. Tschüss.